Let's Talk. Gespräche mit prominenten und interessanten Menschen. Mit Herz und Verstand. Let's Talk. Moin Moin, wir sind wieder mal nach Hamburg gefahren. Ins Zwick auf St. Pauli. Hier gibt es heute zu sehen, nur für die Presse, Voreröffnung, Basskollektion, Jens Ritter von Uli Salm. Unglaublich, was dieser Mann bauen kann für Kunstwerke. Alles Einzelstücke. Wie gesagt, schaut die Bilder, ihr werdet begeistert sein, was das für tolle Bässe sind. Ich habe mich, na klar, im Vorfeld ein bisschen informiert. Unglaublich. Verschiedener können sie nicht sein. Immer mit einer kleinen, winzigen Geschichte dabei. Seid gespannt, was ihr da drin gleich seht. So, kein Geringeren, auch eine Jens Ritter, sein eigen nennendes Objekt mitgebracht, damit wir es auch alle mal schauen können. Erstmal herzlich willkommen. Freut mich. Toll, dass Sie es einlegen konnten, hier zu sein mit Gitarre. Sie können du zu mir sagen, ich heiße Otto. Gut, ich bin die Nina, ich freue mich. Das ist Nina. Das ist die Nina, ja. Hallo Nina. Hallo Otto. Spielst du die Gitarre auch? Oder ist es wirklich nur ein reines Kunstobjekt? Habe ich auch erst geglaubt, aber ich habe eine Original. Es gibt einen Prototyp dieser Gitarre, die hängt im Ottohus im Museum in Emden und die ist aber nicht spielbar. Die ist da mit einem Fender Body gebaut worden und diese, da habe ich Jens Ritter beauftragt und bitte bau mir so eine Ottifanten-Gitarre. Wir haben zusammengesessen und er hat sie gebaut, hat ein Jahr gedauert und die hat Premiere gehabt, diese Gitarre, vor ein paar Wochen im Audimax, 50 Jahre Audimax, da habe ich sie gespielt, live mit einer Großgruppe, vielen Prominenten und so. Und das war eine Jubiläumsfeier. Und das hat sich bewährt. Das Ding klingt tierisch. Ich kann mir das richtig vorstellen, dass es doch auch so ein Baby wird dann. Ne? Schleppt man die wirklich überall mit hin oder sagt man, das ist doch eher was ganz Besonderes? Na, gerade weil es so besonders ist, möchte man sie auch, dass die Öffentlichkeit daran teilnimmt. Ich habe sie mit auf Tourneen genommen, werde sie jetzt mit auf Tourneen nehmen. Im Moment habe ich sie auf Tournee, habe ich im Moment nicht. Gott sei Dank. Aber nächstes Jahr geht es ja wieder los und dann werde ich die Gitarre wieder auch dem Publikum, Live-Publikum vorführen. Könnte es sein, dass vielleicht der Otto auch noch eine weitere Jens Ritter irgendwann mal sein eigen nennt, weil er sagt, boah, das sind ja doch schon coole Kunstobjekte? Ich habe mir gerade die Lady Gaga-Gitarre angeschaut. Aus Wahnsinn, oder? Es ist unglaublich. Ja, ich bin ja nun nicht so ein Fan von elektrischen Gitarren. Ich spiele ja meistens so kleine Klassiker-Gitarren. Aber diese Gitarren sind für meine Rocknummern sind natürlich ideal. Und die haben auch noch so einen wahnsinnigen Sound. Diese Entwicklung dieser Tonabnehmer, wie er sich darum bemüht hat, dass diesen original authentischen Sound rauszubringen. Es ist wirklich erstaunlich. Es ist zauber. Also wir lassen uns jetzt jedenfalls auch gleich noch von Jens und Uli verzaubern. Otto, was verbindest du mit dem Zwick hier? Ja, mit dem Zwick. Ich meine, ich bin jetzt 50 Jahre in Hamburg und bin hier aufgewachsen, bin hier groß geworden, bin hier aufgetreten, haben wir Musik gemacht im alten Zwick, in dem Mittelweg. Und hier in Hamburg ist immer der Teufel los. Jeden Freitag sind die großen Sessions. Alle Prominenten kommen auf die Bühne, singen und spielen. Die Leute gehen mit. Es ist unfassbar. Das wollen wir so stehen lassen, weil das ist wirklich cool. Und dir noch viel Spaß heute. Danke. Nina, alles Gute. Die ist doch nett, die ist gar nicht so, wie sie alle sagen. Hallo. So, jetzt kein geringeren Uli Salm mit seiner Riesensammlung. 16, ich bin ein bisschen verrückt, ja. 16 Bässe. Ich meine, das ist ja schon eine Hausnummer. Ne? Wie kommt es dazu, dass, wie viele Jahre sammelst du jetzt schon Ritter-Gitarren? Ja, Ritter seit 2004 ungefähr. Weil ich bin der größte Fan, glaube ich, den Jens so hat. Ne? Und ich liebe die Bässe. Also erstmal das Design, aber vor allen Dingen natürlich auch die Bespielbarkeit und den Ton. Das ist einfach einmalig. Entscheidest du dich, ich sag mal, morgens, was du abends zum Auftritt benutzt? Naja, ich habe ja eine sehr große Sammlung, ne? Nicht nur die Ritterbässe.
insgesamt 760. Ne? Ja, du hältst ja einen Rekord, ne? Muss man ja auch mal erwähnen. Ne? Ja, ich bin halt verrückt, aber gerne verrückt. Ja, behalte dir das um Gottes Willen. Die hängen ja alle da hinten und stehen hier. Zum Teil hat er noch welche mitgebracht. Kribbelt's dich schon wieder, dass du sagst, ah! Ich bin gerade dabei, uns ein neues Projekt auszudenken. Okay. Wo geht's, in welche Richtung geht's? Ja, das wird ist eigentlich noch ein bisschen geheim, aber wir haben ja in Hamburg einen sehr berühmten Laden, Pirate Style. Und es geht in die Richtung, dass wir einen Ritter-Pirate-Style-Bass machen werden. Wow, wir können also gespannt sein. Vielleicht lädst du uns ja wieder ein zur nächsten Pressekonferenz, wenn du das Ding mal öffentlich auch spielst. Hast du ein Lieblingsstück hier stehen? Ein Lieblingsstück? Ja, also ich habe sie alle lieb, ne? Aber da drüben ist zum Beispiel die alte Tischplatte vom Stammtisch in Pöseldorf. Na, und da ist ein Bass drin, den kann man rausnehmen. Also in Frame? In Frame. Und genau. Das Gleiche ist hier mit einer Collage aus 600 Bildern aus unserer Karriere. Wow, was für ein mega tolles Ding. Das kann man auch voll bespielen, ne? Ja, ja, klingt Hammer. Ah, Wahnsinn. Guckt euch das an. Ist das der Hammer? Und alles eure liebgewonnenen Kollegen, ja. Publikum, ja. Auftritte. Otto, Hugo. Ja, Mensch, also ist ja unglaublich. Ja, ich meine, wenn das nichts Besonderes ist, dann weiß ich es nicht. Ja, das gibt es auch nur einmal weltweit. Ne? Ja, das ist ja sein Markenstyle, dass er es wirklich nur einmalig anfertigt. Ich meine, wer will da schon was mit anfangen, außer du? Naja, also das ist natürlich für mich auch eine ganz tolle Erinnerung. Und ist eigentlich auch ein toller Bass, aber eben auch ein Kunstwerk. Ne? Allein die Collage, das hat so viel Arbeit gemacht. Ne? Sowas ist für mich unbezahlbar natürlich. Ne? Unglaublich. Und ich hoffe, wir kriegen den Jens auch gleich nochmal vor die Kamera. Aber er ist schwer busy, habe ich gemerkt. Also er ist schon frequentiert. Das klappt bestimmt gleich. Ganz bestimmt. Otto hatte auch schon Zeit für uns. Also alles super. Ich danke dir erstmal. Gerne. Susi, erzähl mal, du bist ja leidgeprüfte Ehefrau. Leidgeprüft, ja, das kann man wohl sagen. Uli ist Sammler. Bist du auch leidgeprüft? Na, ich habe das echt lange getestet vorher und das ist schon okay. Ach so, machst du das? Das ist meine Testphase, ja, die ist immer noch. Die läuft, glaube ich, immer noch. Genau. Nonstop. Aber er sammelt, ja. Das bedeutet, ja. Da geht ja auch eine Menge Kohle bei weg, ne? Also wenn man so einen Sammlerwut ausleben möchte, ja, wie der Uli sie ja hat mit seinen Bässen. Mhm. Wie oft gibt es da auch mal Diskussionen? Gar keine, weil er lässt mich gar nicht zu Wort kommen. Er kauft heimlich, er sammelt heimlich und dann sehe ich es plötzlich und freue mich für ihn. Was soll ich machen? Ich sammle Tiere, 2 Pferde, 4 Hunde. Also Sammler kann man nicht stoppen. Und wenn du... Ich glaube, da würde eine Ehe auch zu Bruch gehen, wenn du da sagst, du darfst nicht. Liebe Menschen da draußen, stoppt keinen Sammler, es hat keinen Zweck. Dankeschön. Mit Herz, sage ich doch. Ich bin ja eher auf deiner Seite, ich würde auch die Tiere sammeln. Ja, das stimmt. Obwohl, er sammelt ja mit, er mag ja auch die Tiere, sonst ginge das alles nicht. Also Bässe und Tiere passen zusammen. Läuft. Seht ihr? Die Familie Salm macht's genau richtig. Nehmt euch manchmal ein Beispiel. Was treibt dich heute zu den Rittergitarren, zur Sammlung von Uli Salm? Wie ist das, dein Verhältnis zu Zwick? Das mich fragt. Also, ich bin Keyboarder. Mich interessiert jede Instrumente.
Und Uli Salm, und Susie sind ganz lange Freunde von mir. Wir kennen uns seit den 70er Jahren. Unglaublich, lange Männerfreundschaft. Die wohnen auch in der Nachbarschaft, also Jesteburg, Hamsdorf, die Ecke. Ist ja eine Samengemeinde Jesteburg. Ja. Schöne Ecke da. Das ist eine schöne Ecke, ja. Und triffst du auch noch ab und zu Bea Reza? Die wohnt doch da auch. Bea wohnt ja in Luftlinie vielleicht 600 Meter. Ach, unglaublich. Ja. Na, guck mal, die Welt ist so klein. Das sowieso. Und ihr wohnt ja auch toll. Könntest du dir vorstellen, irgendwann vielleicht doch noch mal in deinen jugendlichen Jahren noch eine Gitarre in die Hand zu nehmen? Also ich habe mehrere Gitarren zu Hause, die ich selber nicht spiele. Aber Pascal, ich habe zwei Söhne, die auch ein bisschen Gitarre spielen. Pascal ist so ein fantastischer Gitarrist. Und ich habe natürlich meine Musikstiftung André. Und ich habe bis jetzt von fast alle Hersteller eine Gitarre, die wir versteigern für die Stiftung. Aha, wann kommt die Rittergitarre? Da muss ich mit der Peter reden, weil ich glaube, es ist ein wunderbarer Bauer und der kennt dich nicht, also persönlich. Jetzt schon. Das wollen wir jetzt mal heute mal ein bisschen gucken. Ja, seht ihr, es hat immer gute Gründe, hier mal ins Zwick zu kommen. Ja, Zwick liebe ich sowieso. Erinnert mich ein bisschen an Hardrock-Café. Ja, unbedingt. Zwick in Mittelweg war neben Onkel Pö mit Udo und mit allen Freunden immer jede Nacht unser zweites Zuhause. Oh ja, ich kann es mir vorstellen. Da habe ich noch in die Windeln geschissen. Ja, und ja, habe ich vor ein paar Wochen war ich ja da. Und wenn ich schon da bin und da spielt jemand und da war Otto Order und wir haben ja eine Session gemacht einfach. Unglaublich. Das bringt doch Spaß, oder? Das ist total, gerade wo man fast, also außer der Panik wird, 22 habe ich ja nichts gemacht live. Ja, drei Jahre jetzt wurde es Zeit. Kreativ, zwar zu Hause, Song schreiben. Und jetzt, und deswegen komme ich auch gerne hier. Wir wünschen dir noch viel Spaß bei genauerem Verhandeln, was man denn so alles für die Stiftung ausholen kann. Ihr drei, ihr seid ja wirklich, was Musik anbelangt, das Nonplusultra jetzt hier versammelt. Ein kleines Statement. Jens, wie fühlt es sich an, seine Gitarren hier so präsent zu sehen und dann auch noch diejenigen mit Feedback, beide hier, die sagen, sie können sich nichts Besseres vorstellen. Stell dir mal vor, ich habe einen Kassettenrekorder geschenkt bekommen mit 12 Jahren, saß vor einem alten Monofernseher und habe den ersten Auftritt, der beim ZDF übertragen wurde, mitgeschnitten. Und jetzt steht der Typ hier und spielt eine Gitarre von mir. Also was soll ich, das kann ich nicht beschreiben. Das Gefühl ist doch irre, oder? Und wenn du dann hier im Zwick dir die Instrumentensammlung anschaust von dem Verrückten, also was das ist abgefahren einfach, ja. Ich habe ja schon so ein bisschen meine Lausche aufgesperrt, da kommt ja noch was Großes, ne? Ich denke mal, ihr zwei habt euch schon wieder... Wir suchen uns einen gemeinsamen Wochentag aus und dann legen wir richtig los. Wir probieren alle Gitarren aus, von diesem großen Künstler. So eine richtige Jam mit euch drei. Session. Yes! Yes or not? Ich muss zu meinem Krabbenbrötchen. Ja. Guten Hunger, ich danke dir, Otto. Wir sehen uns bestimmt wieder. Jens, eine kleine Sache. Habt ihr beiden auch noch was vor? Wir haben noch was Spannendes vor, zusammen mit einer Hamburger Firma. Aber das erzählen wir noch nicht, oder? Doch. Können wir? Ah, gut, erzähl mal. Erzähl. Ja, es gibt ja die wunderbare Firma Pirate Style, die machen Silberschmuck hier zum Beispiel. Schaut, hier. Schaut. Und machen auch wunderbare Lederklamotten. Und da möchte ich so gerne einen Bass haben, den Jens uns baut. Wahrscheinlich sein Modell Raptor, okay. Mit so einer Klaue am unteren Horn. Genau. Und, Leder, Pirate-Elemente. Mit Silber. Es wird ein echter Rock'n'Roller werden. Ja. Oh wow. Also das stelle ich mir unheimlich spannend vor. Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet, euch hier Rede und Antwort zu stehen. Ich bin auch schon oft gefragt worden von Kollegen, von Basskollegen, ob ich nicht mal ein bisschen gerade die Ritterbässe, weil die ja nun auch sehr exklusiv sind, ne, und ob ich die nicht mal zeigen kann. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt endlich mal richtig geklappt hat. Die werden auch bis Mitte nächsten Jahres hier hängen bleiben. Also, ihr habt jetzt ein Ziel. Zwick, St. Pauli, hingehen, Bassammlung angucken. Ihr habt einen kleinen Eindruck gewonnen. Bleibt gesund, bleibt neugierig. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Okay.